Hallo und herzlich willkommen bei der Motorshow 2021 hier in Essen. Für mich ein ganz besonderer Moment, ein ganz schöner Tag. Ich habe nämlich den Heiner wieder neben mir sitzen. Ihr kennt ihn alle aus den angezweifelt TÜV-Videos, die wir gemeinsam gemacht haben. Und wir haben uns ja jetzt nahezu ziemlich genau ein Jahr nicht gesehen. Ein Jahr, genau, ja. War natürlich auch Corona maßgeblich dafür verantwortlich. Heute haben wir die Situation genutzt, um euch einige Fragen, die ihr uns gestellt habt, natürlich zu beantworten. Und mich interessiert natürlich auch brennend, Heiner, was ist im letzten Jahr bei dir so passiert? Ja, durch Corona das eine oder andere anders als sonst, wie bei uns allen. Also ich denke, das Leben hat sich verändert. Ja, bei mir ist jetzt so, dass ich mich beruflich verändern werde, aber keine Angst, ich bin weiterhin für euch da. Ich werde jetzt Richtung technischen Dienst wechseln und ja. Was macht denn der technische Dienst? Der technische Dienst erstellt Teilegutachten, AWEs, ja, EG-Genehmigungen und so weiter, also alles das größere Zeug. Und macht auch Fahrversuche oder Geräuschmessungen oder sonstiges Zeug, Bremsprüfung, was halt an einer normalen Prüfstelle nicht möglich ist, weil also einfach das zu groß ist. Du bist prinzipiell dann der Ansprechpartner, wenn ich jetzt ein eigenes Rad auf den Markt bringen möchte, in Serienfertigung komme ich zu dir, genau. Du zerstörst meine komplette Europalette voll mit Rädern und sagst mir dann, klappt nicht. Richtig, genau. Okay, das ist dann meine Aufgabe und das für richtig viel Geld. Da wir jetzt aber nicht hier im Daily Diary rumblättern möchten, sondern natürlich eure Fragen in erster Linie beantworten wollen oder der Heiner diese beantworten soll, haben wir uns mal so die heißesten Fragen, die uns beiden so ins Auge gestochen sind, zusammengefasst und ich werde die jetzt einfach vortragen und du versuchst die dann zu beantworten. Ich versuch's, ja. Ich versuch's. Wunderbar. Also. Also kurzer Hinweis noch, was wir sagen müssen. Also wir sitzen hier ohne Maske unter Einhaltung der gültigen Corona-Bestimmungen hier auf der Messe. Ja, ganz, ganz wichtig. Genau. Also wir haben 3G grundsätzlich auf der Messe. Wir versuchen den Abstand bestmöglich zu halten. Aber mit Maske würdet ihr uns gar nicht verstehen. Und da wir beide auch geimpft und getestet sind, sollte das funktionieren. Also erspart euch da bitte Kommentare. Wir sind vorbereitet. Ja. Aber zurück zu euren Fragen, die ihr unter einem der vergangenen YouTube-Videos gestellt habt. Muss ein Ladeluftkühler eingetragen werden? Ja, das KBA gibt klar vor, es muss geschaut werden, passen die Geräusche, passen die Abgaswerte und so weiter. Der Ladeluftkühler muss eingetragen werden. Vorstehende Außenkanten noch natürlich, also er darf jetzt nicht weiter rausstehen, dass irgendwie Fußgänger gefährdet werden könnten bei einem Unfall. Also muss eingetragen werden, ja. Ganz klar, ja. Ja, ganz klar, ja. Dann geht's weiter. Kann ein TÜV-Prüfer, der zu einer Kontrolle hinzugezogen wird, Bilder von vergangenen Eintragungen einsehen? Ich möchte da noch mal vorgreifen in unserem ersten gemeinsamen Video, wo wir bei meinem Coupé diese Vollabnahme in Anführungszeichen gemacht haben. Da hast du Unmengen an Fotodokumentation gemacht. Jetzt nicht nur, weil du mein Auto extrem geil findest, sondern natürlich auch für die nachhaltige Dokumentation, dass man jederzeit nachvollziehen kann. Zum Zeitpunkt der Prüfung sah das Auto genauso aus in allen Bereichen, aus allen Winkeln. Wenn jetzt ein Prüfer bei der Kontrolle hinzugezogen wird, hat er die Möglichkeit, auf diese Bilddateien zuzugreifen? Das kommt darauf an, ob die Eintragung von der gleichen Organisation gemacht wurde. Dann geht das über Umwege. Also direkt jetzt so, dass man da das Fahrzeug eingibt und hat die ganze Dokumentation. Das ist aus datenschutzrechtlichen Gründen gar nicht möglich. Aber intern vom gleichen Verein geht's? Wenn es hart auf hart kommt, dass man da dann über offizielle Anfragen das machen kann, dann geht's. Wenn es extern ist, dann muss man tatsächlich über die technische Leitung der verschiedenen Organisationen dann da anfragen. Möglich ist es, aber es ist halt ein größerer Aufwand. Also man muss es ins Verhältnis stellen, lohnt sich der Aufwand für den Sachverhalt, der sich da gerade ergeben hat? Richtig, natürlich. Wenn die Eintragung so gemacht wurde und es ist alles in Ordnung und es wird in Frage gestellt, ob das alles in Ordnung ist, dann wird man diesen Weg natürlich gehen, auch allein schon, um zu zeigen, wir haben alles richtig gemacht. Einmal ihr und der Tuner selbst hat natürlich nichts manipuliert im Nachgang. Das ist ja auch dann immer. Ja. Genau. Wenn ich jetzt Tuningteile für eine Serienproduktion, wie wir es ja gerade mit den Rädern schon hatten, herstellen möchte, wie komme ich an ein Gutachten ran? Also kann ich solche Gutachten über euch erstellen lassen? Prinzipiell ja, aber die Voraussetzung dafür ist, dass man eine Firma ist, die entsprechend zertifiziert bzw. verifiziert ist. Das heißt, einfach nur drauf loslegen, das prüfen lassen und dann verkaufen funktioniert nicht, weil die Qualität halt sichergestellt werden muss. Dass das Teil, was ich verkaufe, auch mit dem Teil übereinstimmt, was geprüft wurde. Ja. Und dafür ist ein umfangreiches Qualitätsmanagementsystem notwendig. Das ist sehr aufwendig zu erstellen.
Und deswegen ist das als Privatperson nicht stemmbar, das geht eigentlich nur als Firma. Steht jetzt jemand wie der TÜV da auch beratend zur Seite, wenn ich sage, du, ich möchte jetzt gerne in Serienproduktion mit irgendeinem Bauteil gehen, was muss ich erfüllen, kann ich euch zu Rate ziehen? Das ist unser Daily Business. Ja, ja, cool. Und dann deiner ja jetzt als technischer Verantwortlicher dann noch mehr. Genau. Wunderbar. Gehen wir weiter. Felgen mit JVL. Bekomme ich die eingetragen in Deutschland? Also für alle, die es nicht wissen, was das bedeutet, erklärst du mal kurz. Ja, genau. Also JVL oder VIA, also VIA, ist im Prinzip eine Herstellerbestätigung, wo der Hersteller sagt, passt alles, alles in Ordnung. Es ist genau das Gleiche, wenn ich jetzt sage, ich bin der bestaussehendste Typ auf der ganzen Welt, wirst du mir auch nicht glauben wahrscheinlich. Und nach genauso, mir dann, ja. Ja, Logo. Und genauso ist es da im Prinzip auch. Also wir haben in Deutschland zum Glück die Pflicht, dass man das Ganze unabhängig durch einen technischen Dienst prüfen lassen muss. Und wenn das Rad das hat, ist es schön als Grundvoraussetzung. Aber man muss das Rad, um es in Deutschland eintragen zu können, nach den Vorschriften der Richtlinien zu prüfen, von Sonderrädern prüfen lassen. Okay. Ja. Jetzt kommen wir zu einem Thema, wo ich ja mit dir auch schon häufig und ja, regelmäßig drüber debattiere, gar nicht diskutiere. Weil du bist natürlich im Motorsport hobbymäßig voll verankert. Ich finde ja auch diverse Umbauten, die aus dem Motorsport kommen, wirklich gut am Auto. Und es ist ja so, dass die Motorsport- und Rennsportteile oftmals oder nahezu sicherer und stabiler sind, wie die für den Straßenverkehr von der Serienfertigung. Gegebenenfalls. Bei diversen Teilen unter Umständen. Ja. Und jetzt haben wir Tuner natürlich immer das Problem, diverse Komponenten, die im Rennsport zulässig sind, sind für die Straße nicht zulässig. Ja. Warum? Ist einfach eine rechtliche Frage. Es gibt, wie gesagt, verschiedene Anforderungen für verschiedene Teile und die muss ein Teil nachweisen. Nehmen wir mal das Beispiel Viersitz. Ein Viersitz ist natürlich für den Rennsport, da sitzt man als Fahrer sehr eng drin. Ja, so. Genau, man sitzt da drin, hat vielleicht noch die Ohrensitze drumherum, damit der Kopf nicht umherfliegen kann. Das ist da auch sinnvoll. So, wenn ich jetzt aber einen Schulterblick machen möchte, dann geht es damit natürlich nicht. Zum Beispiel, da geht's los. Ne? Und dann ist es so, dass diese FIA-Prüfung zwar ähnlich ist wie die EG-Prüfung, aber halt nicht übereinstimmt. So, und das ist nun mal so, man hat diese Anforderungen, man muss die Anforderungen erfüllen und muss dann auch entsprechend das Ganze nachweisen. Und wenn es nur so ähnlich ist, ist es nicht das Gleiche. Ja. Ein BMW und ein Dacia haben beide vier Räder. Ja, klar. Sind noch lange nicht das Gleiche. Also, weißt du, worauf ich hinaus will. Ja, ja. Und die Anforderungen im Motorsport sind einfach ganz andere. Da kommt es nicht drauf an, kann ich meinen Kopf drehen, kann ich einen Schulterblick machen. Komme ich leicht aus dem Auto raus. Da ist es wichtig, dass wenn ich im Auto sitze und es gibt einen Unfall, dass mir nichts passiert. Einstieg zum Beispiel durch einen Käfig. Ja. Wenn ich bei mir ins Rennauto einsteige, muss ich den Sitz ganz nach hinten stellen und dann mir einen Fuß quasi hinter das Rohr binden, dass ich überhaupt ins dass Auto rein reinkomme. Und rauskommst, genau. Genau. Wenn du mal schnell zum Discounter fahren willst und dir ein Brot holen willst, ne, und dann jedes Mal dich da so reinknoten musst und dann... Ich muss es ja im Coupé tatsächlich ja auch schon mehr oder weniger mich da reinwühlen, wo ich mir denke, jemand, der ein bisschen mehr auf den Rippen hat wie ich, der hat da ja schon gar keinen Spaß mehr dran. Genau, also es ist effektiv so, dass es einfach zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Es sind Äpfel mit Birnen mehr oder weniger, Motorsport und Tuning zu vergleichen. Es sieht auf den ersten Blick vieles ähnlich aus, aber wenn man tiefer reinguckt, ist es bei weitem nicht gleich und deswegen kann man es auch nicht gleichsetzen. Also man kann nicht zwingend mit Tuning-Teilen Motorsport betreiben, aber genauso mit Motorsport-Tuning betreiben. Das funktioniert in wenigsten Fällen. Bekommst du dadurch, dass du natürlich in der Motorsport- und Rennsportszene ja auch nicht unbekannt bist, öfter mal Anfragen, diverse Rennsportteile straßenzulässig zu gestalten? Also gibt es die Anfragen? Ja, ja, die gibt es. Dann ein Luftfahrwerk H-konform bekommen. Ist sowas möglich? Nein. Luftfahrwerke sind eine Erscheinung der späten 2000er, Anfang 2010er, wo das Ganze in Mode kam, mit dem Zwecke der Tieferlegung. Klar gab es früher schon irgendwelche Mercedes-Limousinen, die halt schon Luftfahrwerk drin hatten, aber das diente nicht dem Zweck der Tieferlegung, sondern einfach nur um komfortableres Fahren zu haben. Und so ein Luftfahrwerk geht es ja darum, das Fahrzeug möglichst tief zu legen. Ne? Und das geht mit so einem originalen Luftfahrwerk in der Form auch gar nicht. Ja. Und deswegen ist es so, alle Teile, die in den ersten 10 Jahren nach Erstzulassung hätten verbaut werden können, sind zeitgenössisch, beziehungsweise die Umrüstung schon mindestens 20 Jahre alt. Und dann kann man das entsprechend H-konform bewerten. Aber da sind wir noch weit von weg beim Luftfahrwerk. Also brauchen wir gar nicht jetzt über die Fahrzeuge eines Herstellers sprechen, die alle mit Luft unterwegs sind und alle ein H-Kennzeichen haben. Da passt einfach was nicht. Vermutlich. Ja, also wie jetzt in dem Beispiel Golf 3 mit Luft- und H-Kennzeichen. Ist Golf einfach nicht 3 überhaupt schon H-Kennzeichen? Ja, ich glaube, weil der Golf 3 ist ja vom Baujahr ähnlich Kategorie 3er BMW E36. Ja. Nehmen wir mal Golf 2 mit Luftfahrwerk, ist einfacher. Ne? Ja.
nicht Hakenzeit. Nicht möglich, sauber, ja. Okay. So, jetzt hat uns einer bei YouTube geschrieben, er hat einen Kombi mit einer Anhängerkupplung und möchte dort gerne einen schönen Heckdiffusor montieren, was aber grundsätzlich nicht so richtig funktioniert, weil der Ausschnitt fehlt. Er würde den Ausschnitt so bauen, dass er abnehmbar ist, und wenn die Anhängerkupplung hängt, ist der Ausschnitt frei, und wenn die Hängerkupplung weg ist, macht er den Deckel wieder drauf. Ist sowas cool? Wenn sie scharfkantig ist, nicht rausfallen kann, dass sie den Deckel irgendwie verliert, alles gut. Also muss man natürlich auch angucken. Da gibt es natürlich jetzt auch pauschal zu sagen, du kannst da dran rumsägen, geht natürlich ja, auch. Ja, mit dem Dremel mal schnell, ja, nicht. Es muss schon ordentlich muss und sauber ordentlich sein, aber effektiv geht es schon, weil gerade so bei den Brot- und Butterautos gibt es halt jetzt nicht so einen Diffusor, der da wirklich eine aerodynamische Wirkung hat. Und die Originallösung bei verschiedenen VAG-Modellen zum Beispiel ist ja auch so, dass da quasi aus der Stoßstange ein Teil rausgeht. Ja, genau. Klappe. Und da ist dann die Anhängerkupplung. Ich denke, dass das auch bei dem Kandidat hier der Denkansporn war, zu sagen, das gibt es ja schon, ja, OEM sozusagen. Ja, genau. Deswegen. Okay. Dann hatten wir gerade Golf 2, Golf 3 Thematik. Gehen wir nochmal auf eine Anfrage speziell. Golf 3 Mexiko Reimport möchte einen Motorumbau von 1,8 Liter Serie 90 PS auf Audi A3 Motor mit 150 PS machen. Ist sowas, weil Reimport, möglich? Ja, das ist unabhängig davon. Also klar, die Karosserie. Also Herkunft spielt keine Rolle im Prinzip. Prinzipiell schon, solange die Karosserie gleich ist. Das ist in dem Fall so. Also von dem her ist es, ich würde fast sagen, gängiger Umbau mittlerweile. Ich meine, es gibt natürlich, jetzt nicht falsch verstehen, unheimlich viel, was beachtet werden muss bei so einem Umbau. Das haben wir in unserem Motorumbau-Video ja auch schon ausführlich erklärt, aber grundsätzlich ist sowas machbar. Ja. Witzige Frage, wie viele Teile mit ABE darf ich an meinem Auto verbauen, bis es doof wird? 1000. Nee, 8, also 4 Fehler und 4 Räder. Okay. Nee, also da gibt es auch keine. Es gibt keine Begrenzung. Es ist effektiv so, solange sich das nicht gegenseitig beeinflusst, kann ich alles mit ABE anbauen. Nur ab einem gewissen Punkt, je mehr Teile ich anbaue, umso eher steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ich nicht. Dass ich irgendwas beeinflusst, dann ist es nicht mehr in, genau, Kombination. Genau, okay. Und dann sind wir irgendwann an dem Punkt, wo es dann Richtung Eintragung bzw. Richtung Einzelabnahme geht. Also falls du dir dieses Video auch anschauen solltest und diese Frage gestellt hast, wende dich mit einem expliziten Anliegen am besten an den Sachverständigen deines Vertrauens. Der kann dir genau sagen, was wie in Kombination geht und wo dann irgendwo die Grenzen erreicht sind. Genau. Und eine letzte Frage. Wie viel Toleranz hat man bei einem Gewindefahrwerk, bei einer Kontrolle oder Eintragung, da ein Auto ja auch nie gerade steht, mal der Tankfüllstand höher oder geringer ist? Gibt es da bei euch, und weißt du es, wie es auf der Straße ist, Toleranzen, die akzeptiert werden? Eine Toleranz an sich gibt es nicht. Klar, ich sage mal, 5 mm muss man mal nachmessen, ob das alles passt. Weil wie gesagt, Tank voll, Tank leer und so. Also Definition ist ja leeres Fahrzeug mit vollem Tank, ohne Fahrer. Ja. Ne? Und da muss man gegebenenfalls halt einmal das Auto ausräumen, volltanken, wenn es wirklich halt hart auf hart kommt, dass da ein Gerichtsverfahren im Raum steht oder, okay, so. Und dann kann man das überprüfen. Aber so jetzt für draußen, wenn man sieht, okay, der Kofferraum ist noch beladen und das und hin und her, dann sollte man schon mal sich über einen halben Zentimeter unterhalten, wo man nochmal dann zumindest nachgucken sollte, ob da alles drauf ist. Okay. Ich glaube, ich hoffe, wir haben all eure Fragen so weitgehend beantworten können. Wenn ihr noch mehr Fragen an den Heiner habt, dann postet die einfach direkt unter dieses Video. Ich bedanke mich bei dir herzlich für die Zeit. Es hat mir mega Spaß gemacht. Und ich wünsche dir natürlich noch viel Spaß und auch Erfolg auf der Messe. Du hast ja noch ein paar Termine. Richtig. Ja, und wir feiern jetzt hier noch ein bisschen und ihr kriegt ja weiterhin Videomaterial. Und wenn ihr mehr von uns beiden gemeinsam wiedersehen wollt, alles in die Kommentare. Wir freuen uns. Dankeschön. Ciao, ciao.